gekommen heute Abend zum Vortrag Das Drama mit dem Karma. Wir werden uns heute mit Karma, mit Wiedergeburt beschäftigen und einmal schauen, wo kommt diese Idee überhaupt her, jetzt jenseits von den religiösen Geschichten, weil aus dem Buddhismus, so, das werden die meisten schon gehört haben. Und was gibt es noch für Ansätze, dass man eben sich mit Wiedergeburt beschäftigt und dann auch mit Karma. Diese beiden Glaubensrichtungen werden manchmal zusammengenommen. Im Buddhismus ist es klar, es gibt Wiedergeburt und es gibt Karma. Aber es ist nicht selbstverständlich. Viele Leute glauben an Wiedergeburt und wir wollen uns das heute einmal anschauen. Einleitend ist einmal so die Idee, oder steht einmal die Idee, nicht so wie im christlichen Glauben, dass man sagt, okay, es gibt ein Leben, es gibt eine Seele und dann gibt es Himmel und Hölle. Das ist natürlich so dieses Weltbild, in dem wir aufwachsen. Und wie das halt so passiert mit der Esoterik, es werden halt einfach Glaubensmuster auch gerne importiert. Das heißt, so wie jetzt, aha, es gibt Karma, es gibt Wiedergeburt, es gibt mehrere Leben und das erscheint uns dann logisch. Es wird aber ein bisschen, es beginnt ein bisschen zu happern, solange wir bei dem Gedanken verweilen, es gibt eine individuelle Seele. Es gibt eine Seele, die sich immer wieder inkarniert. Weil diesen Zusatz, das wurde durch die Vermischung mit dem Christlichen erst so publik. Ja? Der Buddhismus sagt, es gibt keine Seele. Es gibt nur eine Lebensenergie und die formt dann die unterschiedlichen Lebensformen. Man kann sich das vorstellen, vielleicht die Lebensenergie ist alles, was ist. Das ist wie ein Meer. Ja? Und diese Energie wächst in allem und ist in allem enthalten, was wir hier in der sogenannten Dualität wahrnehmen können. Und die Idee der Reinkarnation und der Inkarnation ist dann, dass man sagt, man nimmt einmal aus diesem Ozean einen Kelch und dann nimmt man mal aus dem Ozean einen Becher und dann vielleicht mal eine Schale. Und gefüllt werden diese Gefäße mit dem Wasser des Meeres. Die Einheit, die Wahrheit, die es gibt, so im Buddhistischen, ist immer das Meer, das Wasser. Ja? Nur die Formen wechseln. Und da gibt es eben nicht das Individuelle, die individuelle Seele, daher Weinkelch wird dann nicht daher Wasserglas, sondern es formt sich die Lebensenergie immer wieder. Und das, also so ganz grob erklärt, wäre so dieses buddhistische Weltbild. Ist das so vorstellbar? Also es ist eine Einheit unter allem, was wir als Dualität bezeichnen. Es muss eine Einheit hinter allem stehen, es muss eine Einheit hinter der Vielheit stehen. Das ist so ein bisschen so dieser philosophische Ansatz. Wenn wir unterscheiden können, da gibt es du und ich, dann muss irgendwo noch eine Einheit geben. Diese Einheit erfahren wir zum Beispiel in der Meditation, wenn wir tief entspannt sind. Wie viele Leute haben denn Meditationserfahrungen oder meditieren denn regelmäßig? Einfach mal aufzeigen, dass die, ja, wie die meisten, gut. Also in der Meditation kann ich dieses Einheitsgefühl erfahren. Was passiert da in der Meditation? Ist dasselbe, was bei mir in der Arbeit passiert. Wenn ich mir einen Klienten anschaue, ich schaue, dass ich diesen Oliver, diese Individualseele, ganz klein mache und verbinde mich dann, ich sage dann immer so dieses höhere Selbst, was keine Wertung ist, dass das eine niedriger oder höher ist, also es ist keine qualitative Wertung, dass das eine besser oder schlechter ist, es ist ein anderer Zustand. Und wenn ich in diesen Zustand gehe, dann komme ich diesem Ozean näher. Natürlich bin ich mir bewusst, ich bin jetzt noch, was weiß ich, die Schüssel und Nase ein bisschen aus meiner Schüssel, aus dem Schüssel raus. Ja, also es ist nicht dieses totale Auflösen, ist ganz klar. Aber ich kann ein bisschen höher sehen, ich kann ein bisschen klarer dann bei einem Klienten schauen. Und das wäre so diese Erfahrung dieses höheren Bewusstseins oder höheren Selbst. Also so kann man sich das vorstellen. Das heißt nicht, dass ich mit Gott spreche. Es geht nur darum, dass ich mir die Energie, die Wirkungsweise der Energie anschaue, der Lebensenergie. Und wenn ich jetzt bei der Arbeit beobachte, dass die Lebensenergie gut durchfließt,
sei das jetzt über Chakren, man kann es in den Meridianen sich vorstellen, dann geht es dem Klienten gut. Dann ist er so in seiner Mitte und dann lösen sich auch die Themen, wurscht, ob die psychischer Art sind oder auch körperlicher Art. Ja. Und das wäre so dieses buddhistische Bild, das heißt, unter allem, was wir jetzt sehen, ist eine Einheit, ist eine Lebensenergie. Und wir sind an sich nicht voneinander getrennt. Das heißt, wenn ich sterbe, leert sich diese Schüssel wieder aus und geht in dieses Bewusstsein ein. Mit den Erfahrungen, die diese Schüssel gemacht hat. Aber die Schüssel ist hier in Zeit und Raum unterworfen. Die kann nicht raufgehen. Und wenn wir diese Idee einmal haben, dass ich Zeit und Raum brauche, um mich als Individuum erkennen zu können, da kommen wir dann auch gleich dazu, dass wir sagen, wenn ich über vergangene Leben spreche, sollte ich das lineare Denken hinter mir lassen. Das heißt, da gibt es jetzt nicht mich in der Gegenwart und dann war ich mal im Mittelalter ein Ritter und dann war ich, was weiß ich, ein Neandertaler. So linear kann man das nicht sehen. Weil von dieser Erfahrung raus, und Leute, die da meditieren, die wissen das vielleicht, diese zeitlose Erfahrung, gibt es Zeit nicht, gibt es diese Linie nicht. Ja, ist das nachvollziehbar? Und wenn diese Linie nicht existiert, dann kann ich nicht sagen, okay, ich war damals das und heute bin ich das. Und jetzt ist aber die Frage, wo kommen dann die Erfahrungen her? Wieso reden wir vom vergangenen Leben? Erstens sind wir in der Zeitlinie gefangen. Und jeder von uns kann eine vergangene Erfahrung sich herholen, ganz einfach. Erinnert euch daran, was habt ihr gestern Mittag gegessen? Ja? Ist eine vergangene Erfahrung. Und genauso kann ich weitergehen. Ich kann weitergehen und sagen, okay, wie war es im Alter von 3 Jahren? Wie war es im Alter, und dann gehen wir weiter, im Mutterleib, was habe ich da für Empfindungen gehabt? Und dann kann ich über diese Grenze der Regression, die nur ein Leben beschreitet, weiter zurückgehen. Ob das jetzt ein Beweis ist für lineare Leben, die wirklich existieren, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur von meiner Warte aus, Rückführungen, Reinkarnationstherapien funktionieren. Die Technik funktioniert. Ich könnte aber nicht darauf rückschließen, zu sagen, es gibt historisch verbrieft diese vergangenen Leben. Damit beschäftigen sich andere. Es gibt da wissenschaftliche Ansätze für die Reinkarnation. Der Ian Stevenson ist da ein Forscher, sehr bekannt, oder eigentlich die Koryphäe auf dem Gebiet. Also wenn wer was Wissenschaftliches lesen möchte, kann er sich Ian Stevenson, also Doktor, einmal damit beschäftigen. Und der hat Reinkarnationsfälle untersucht. Wie ist er das angegangen? Der hat überlegt, oder der hat herausgefunden, wenn ein Kind zum Beispiel spricht, mein altes Haus, ein 2-jähriges Kind, das alte Haus war viel größer. Oder meine alte Mama war viel lieber. Oder damals, als ich ertrunken bin. Und Kinder sagen solche Sätze. Wir haben auch schon 2-3 Mal so Klienten sowas herangetragen. Also Kinder erinnern sich anscheinend, also laut der Theorie vom Dr. Stevenson, erinnern sich an vergangene Leben. Und der ist mit seiner Forschung so weit gegangen, dass er halt versucht hat, okay, wie hast du früher geheißen, wenn sich das Kind erinnern kann, hat dann versucht, da Akten zu finden. Todesursachen. Alles, was er bei Ämtern gefunden hat, hat er versucht aufzutreiben und hat da wirklich also wissenschaftlich ermittelt, okay, es gibt da Sterbeurkunden, die decken sich mit der Art des Todes, was das Kind beschrieben hat. Das Kind kann die Adresse des alten Wohnortes beschreiben. Das Kind erkennt die damaligen Eltern, ohne sie je gesehen zu haben. Und das waren so die Beweise für den Dr. Stevenson. Und das geht noch weiter. Der hat dann auch erkannt, dass es zum Beispiel Pigmentstörungen gibt oder Geburtsfehler gibt, die eine Korrelation dazu haben, wie die Leute gestorben sind. Also der hat da so ein Beispiel, einer hat sich selbst erschossen und der hat tatsächlich da unten so einen Pigmentfleck und da oben genau deckt sich das mit den Todesakten ab, also mit den Autopsieakten ab, und solche Phänomene hat er untersucht. Aber der hat da mehrere Bücher geschrieben. Also das ist der rein wissenschaftliche Ansatz, dass er schlussgefolgert hat, es gibt vergangene Leben. Das könnte ich jetzt aus meiner Arbeit alleine nicht behaupten. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, eine Regression funktioniert.
Aber was macht es dann für einen Sinn, wenn wir jetzt nicht wissen, okay, wir können hundertprozentig sagen, es gibt vergangene Leben oder es gibt keine vergangenen Leben? Wo liegt dann der Sinn? Es geht gar nicht so darum, dass ich sage, ich mache einen Karma- oder Reinkarnationstourismus, dass ich mal sage, okay, da war ich die Königin von Saba und da war ich einmal dann in der Tafelrunde und was weiß ich, was für Erlebnisse ich da sehe in der Regression. Das sind nette Geschichten und Bilder. Wenn ich mich öfter beschäftige mit vergangenen Leben, wie kommt man rein? In der subjektiven Art natürlich über eine Trance-Reise, eine Hypnose, also eine geführte Meditation im Prinzip, da kann man solche Bilder dann abrufen bei sich. Und wenn ich diese Erlebnisse dann so aneinanderreihe, dann sehe ich mich einmal, ja, sagen wir mal als König Artus, ist ja wurscht. Ich sehe mich da als König und sehe mich da in meinem Schloss und fühle mich da recht wohl und nehme dieses Gefühl wahr. Dieses Gefühl, das ich da habe, nehme ich aber nicht damals wahr, das nehme ich in der Gegenwart wahr. Das nehme ich im Hier jetzt wahr. Das heißt, dieses Gefühl ist bei mir abrufbar. Dieses Gefühl ist in mir gespeichert. Und mit diesem Gefühl kann ich dann arbeiten. Weil das ist gegenwärtig. Und da sind wir eben außerhalb von Zeit und Raum. Das heißt, die Gefühle sind gegenwärtig und die kann ich dann anhand einer Regression ins gegenwärtige Bewusstsein rufen und kann dann damit arbeiten. Das ist so die Grundidee. Was bringt es aber? Was hat das jetzt für einen Sinn? Wichtig ist, wenn ich von einer Rückführung rede und dann im Anschluss auch Karma, also Rückführung ist die Methode, in ein vergangenes Leben zu gehen. Ja? Und Karma ist dann die Verwicklung, ist dann das Schicksalhafte, was sich die Seele mitgebracht hat. So kann man sich das jetzt einmal so vorstellen. Oder das, was vielleicht auch als Lebensaufgabe betrachtet. Grundsätzlich ist alles, was dir begegnet, Karma. Es geht gar nicht, dass man irgendetwas außerhalb von Karma erlebt, weil ich nur einen gewissen Ereignishorizont mit mir mitbringe. Das heißt, ich kann jetzt so ins Publikum schauen und ich kann mir da jede Person anschauen und würde wahrscheinlich bei jeder Person was anderes wahrnehmen, als wenn jetzt einer von Ihnen hier stehen würde und da reinschauen würde. Das heißt, das, was ich wahrnehme, entspricht meinem Ereignishorizont. Und wenn ich jetzt zum Beispiel unsicher bin und mir denke, um Gottes Willen, die finden mich alle schrecklich und dann zitter ich innerlich so, dann ist das meine Realität, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und dann kann ich schauen, okay, die Leute sagen, und so kommt man ja drauf, dass ich sage, ich möchte eine Therapie machen, die Leute sagen, ich rede da so gut, aber ich bin immer so furchtbar nervös, was kann ich da machen? Und dann sieht man vielleicht im Energiefeld, okay, da kann man mit einer Rückführung was lösen, da kann man mit einer Regression was erreichen. Das heißt, das Thema, das Gefühl, das ich habe, basiert in der Vergangenheit. Natürlich, in der Psychologie gibt es ja nichts anderes als, ja, in der Kindheit liegt es. Ne? Seit Freud, irgendwo, wo kommen die Neurosen her? Aus der Kindheit. Wissen wir, also ist das psychologische Denken ist ganz klar. Und dann kann man mit der Reinkarnationstherapie halt noch ein bisschen weiter zurückgehen. Und kann dann sagen, na gut, vielleicht kommt es dann nicht aus der Kindheit, vielleicht erlebe ich mich eben als Ritter. Ja? Und da bin ich einmal vertrieben worden aus dem Schloss. Und deshalb bin ich unsicher. Und dann schaue ich, was hat sich denn da eingeprägt? Was hat sich denn da in dem Klienten eingeprägt? Und das kann man energetisch nachvollziehen, das kann man sich anschauen. Und ganz einfach auf die Schnelle über den Kamm geschert, sind das sogenannte Elementale. Das ist so eine Energie, die kann man, wenn man es in Worte fasst, mit ich werde immer oder ich werde nie, so kann man sich das vorstellen. Also was weiß ich, ich werde immer vor Mengen nervös sein. Ich werde niemals jemanden finden, der mich mag. Das wären so Ideen. Ja? Und das sind diese Sätze und die sucht man dann als Therapeut beim Klienten und schaut dann, dass man diese Energie löst. Das ist so, so kommt man quasi dann auf das sogenannte Karma, auf diese Verstrickung. Das sind so Glaubenssätze, ich werde immer, ich werde nie. Wobei es jetzt keine Rolle spielt, dass ich sage, das kommt aus einem Karma. Weil wenn ich jetzt wieder ursächlich denke, das heißt, wo ist die Ursache, die liegt in der Vergangenheit, das stimmt so gar nicht. Wenn es keine Zeit gibt, ist die Ursache in der Gegenwart. Also ich muss mich gar nicht unbedingt mit Karma oder Reinkarnation beschäftigen, um auf die Ursache zu kommen.
Denn wenn ich jetzt die Leute mir anschaue, ob ich mir das Energiefeld anschaue, ob ich mir das Horoskop anschaue, irgendwo ist es gespeichert. Irgendwo sehe ich in der Gegenwart, was in dieser Person west, was in dieser Person wirkt. Und das muss man sich eben ganz bewusst machen. Das heißt, es gibt nicht eine Ursache in irgendeinem Leben, dass ich nie, da komme ich einfach nicht zu, wie das ist im vergangenen Leben, sondern das Problem hast du ja jetzt. Ich bin ja jetzt unsicher. Also was kann ich jetzt tun, um diese Unsicherheit zu lösen? Und da brauche ich nicht unbedingt eine Rückführung. Da reicht es auch, meine Güte, vielleicht mache ich ein Coaching, ja, einen Sprachkurs. Vielleicht nehme ich etwas ab, ja, dass ich mich körperlich fitter fühle. Kann man ja schauen. Also da kann ich auch in der Gegenwart ganz klar diese Akzente setzen, um Themen in die Lösung zu bringen. Das heißt, irgendwo im vergangenen Leben, da ist irgendwas passiert, da wurde ich verzaubert und deshalb funktioniert jetzt irgendwas nicht. Das ist eine esoterische Ausrede, die man eigentlich nicht verwenden sollte, weil es keinen Sinn macht. Es macht absolut keinen Sinn, immer zu sagen, ja, das ist wegen einem vergangenen Leben. Drum komme ich da nicht raus. Ja? Weil der Ausgang aus einem Gefühl ist immer in der Gegenwart. Die Lösung des Gefühls, der Unsicherheit, passiert ja in der Gegenwart. Ich reise ja jetzt nicht mit einer Zeitmaschine zurück mit meinem Klienten und schau mal, jetzt ist alles gut. Das mache ich ja nicht. Das heißt, die Lösung ist gegenwärtig. Und da, um diese vergangenen Leben da ein bisschen einzureihen, und das ist völlig okay zu sagen, es gibt vergangene Leben, es ist auch okay zu sagen, es gibt keine vergangenen Leben. Es spielt grundsätzlich in der Gegenwart keine Rolle, weil alles hier jetzt ist. Alles ist jetzt in diesem Moment. Gut. Man kann diese Zeitlinie auch anders verwenden. Ich kann mir die Zeitlinie auch anschauen. Wenn ich nämlich sage, es ist eine Illusion. Vergangenheit, Zukunft. Wenn ich sage, okay, die Zeit gibt es auf unserer Ebene, aber darüber gibt es keine Zeit. Ja, das ist dieses, ich nenne es jetzt mal höheres Selbst, höheres Bewusstsein. Also da gibt Vergangenheit, Zukunft, das ist linear. Und da ist die Gegenwart. Ja, das ist hier jetzt. So. Dann kann ich mir diese Zeitlinie auch insofern nutzen, wenn ich jetzt einen Klienten sitzen habe. Und das ist übrigens auch nicht nur jetzt der Therapeuten-Crash-Kurs, sondern das könnt ihr euch schon merken ein bisschen. Wenn ich einen Klienten sitzen habe und der sagt, er kann jetzt seinen Knieschmerz nicht loslassen. Machen wir ganz konkret, der hat einen Knieschmerz. Man sieht, okay, der verbeugt sich permanent vor der Mutter, sage ich jetzt einmal, und hat Angst, eine Schuld mit sich zu tragen für die Mutter. Ja, dann wäre sie als linke Knie, ich habe jetzt aufs rechte gezeigt. Und der kann sich das jetzt nicht vergeben, weil er irgendwann einmal gemein zu Mama war. Ja? Irgendwann in der Vergangenheit. Und jetzt merkt man aber, okay, wenn ich da jetzt zurückgehe, das bringt eigentlich gar nichts. Ich habe ja dann den Knieschmerz. Das heißt, Thema ist Knieschmerz, der muss gelöst werden. Wie kriege ich den jetzt weg? Dann kann ich, durch das, dass das nur eine Größe auf unserer Ebene ist, eine Illusion auf unserer Bewusstheitsebene, kann ich energetisch mit dem auch in die Zukunft gehen, und zwar an dem Punkt, wo er seine Knieschmerzen loslässt. Das kann ich, übers höhere Selbst. Warum? Es gibt ja keine Zeit. Das heißt, ich kann in die Zukunft gehen und sagen, okay, wann passt denn das mit der Mama? Wann hast du einmal genug gelitten? Wann kannst du denn das einmal vergeben? Und das mache ich dann energetisch mit dem Klienten. Ich gehe da nach vorne. Das sage ich dem Klienten nicht, wir machen jetzt eine Zeitreise. Ist ja völlig wurscht, dem geht es ja nur darum, dass es Knie gut wird. Was ich da mache, ist dem wurscht. Hauptsache es ist gut. Und dann sage ich, okay, wo, in welchem, auch nächsten Leben, wenn du möchtest, wann willst du denn das loswerden? Und geh zu dem Punkt hin, wo dieser Schmerz heilt, wo dieser Schmerz geheilt werden kann. Und dann passiert irgendwann in der Zukunft die Heilung. Und diese Energie, wir sind in der Illusion, kann ich in die Gegenwart zurückholen und kann dadurch eine Erleichterung beim Klienten erwirken. Und das geht so schnell, dass da teilweise die Leute aufstehen und sagen, ja super, ich habe nichts mehr. Und wenn man jetzt sagt, na gut, der Ereni reist durch die Zeit, nein, habe ich nicht gesagt. Ich geh in einen Raum, wo keine Zeit ist. Wo keine Zeit ist und dann auch keine Wertung mehr ist, keine Bewertung meiner Gegenwart, meiner Vergangenheit,
wie mein Leben läuft, in diesem neutralen Raum. So kann man sich es bildlich noch einmal vorstellen über dieses höhere Selbst. Da gehe ich hin mit dem Klienten, energetisch natürlich. Und dann lässt sich das lösen. Das heißt, wenn es keine Zeit gibt, brauche ich mir keine Gedanken machen, wann ganz genau ich gewesen bin. Aber es ist auch völlig okay zu sehen, okay, ich sehe mich jetzt im Mittelalter, ich sehe mich in der Pestzeit, ich sehe mich als Opfer der Inquisition. Das ist alles völlig in Ordnung und legitim, weil die Technik funktioniert. Und die Wissenschaftler, die da schauen, dass man sagt, okay, können Sie historische Fakten aufzählen, wie, also Sie sehen das, das ist wunderbar, das ist die wissenschaftliche Ebene, die spielt für mich aber jetzt so keine Rolle. Weil es nicht darum geht, etwas zu glauben, sondern sagen, was funktioniert nicht. Und mein Ansatz ist halt, es soll sich jeder gut fühlen, es soll sich jeder jederzeit möglichst gut fühlen und möglichst klar bei sich sein. Und dann ist mir das egal, ob der mal die Kleopatra war, das mag sein, Hauptsache dem geht es dann in der Gegenwart gut. Das ist dann auch so ein Zeichen, wo ich sage, da funktioniert eine Rückführung, da funktioniert dann die Technik, weil sich ein Leiden löst. Und da habe ich sehr, sehr imposante Beispiele gesehen bei mir schon. Eine Frau, die nicht mehr buchstäblich nicht aufstehen konnte, der ist so beim Kreuz reingefahren, die ist da auf allen Vieren schon gekniet, bei mir in der Praxis. Und man sah dann, das ist ein Karma, das da aktiv ist. Also ich sehe das dann, wenn ich so im Energiefeld schaue, da sehe ich da immer so wie so violette Fäden oder so violette Punkte. Sobald ich was violett habe, kann es eigentlich nur entweder Karma sein oder irgendeine so eine recht starke Vorstellung, so ein mentaler Satz, was eigentlich auf selber rauskommt. Ja, ich werde immer, ich werde nie oder ich bin nicht gut genug oder sonst was habe. Und die lag da tatsächlich dann im Vierfüßer vor mir und ich habe mir das Karma angeschaut und ich sage den Leuten nicht, dass ich jetzt da Karma schaue. In dem Fall war das keine Rückführung, sondern ich bin für die Klientin zurückgegangen. Eine Rückführung würde dann heißen, ich führe die in die Entspannung und schau mal, dass dir gut geht. Naja, wenn die da am Boden liegt, was soll ich die in die Entspannung führen? Ist ja Quatsch. Ja. Das heißt, ich bin da zurück, habe einmal geschaut, okay, wo kommt das her, was gehört da gelöst? Mhm. Ich will das Kreuz Christi weitertragen. Das war tatsächlich so ein Satz. Ich will immer das Kreuz Christi weitertragen. Und man sah auch diese Situation. Ja, sie sieht da Christus, der da herumleidet am Passionsweg mit dem Kreuz und der tut es so leid, dass sie zuschaut und hat so diesen Schmerz so gespeichert, dass sich das auf die gegenwärtige Wirbelsäule auswirkt. Ich habe dann so diese, man kann sich es vorstellen, ich habe dann so diese Christusenergie hergenommen, die dann sagt, naja, jeder trägt sein Kreuz, jeder hat seine Verantwortung, lass jetzt los, du brauchst da jetzt wegen mir kein Schuldgefühl zu haben, also so ganz schnell erklärt. Und man sah dann, dass diese Christusenergie so energetisch dieses Kreuz, das sie da übernehmen wollte für ihn, runtergenommen hat. Das hat sich im Energiefeld so gelöst und die Klientin stand auf. In dem Moment, wo das Kreuz weg war, die stand auf und sagte, es tut nichts mehr weh. Und das sind eben Sachen, wo ich sage, okay, eine Rückführung oder eine Arbeit mit dem Karma funktioniert, muss aber nicht unbedingt ein Beweis für ein vergangenes Leben sein. Aber wenn ihr darauf schließt, dass ihr sagt, na Moment, ich habe mich da erlebt, das passt in mein Glaubenssystem rein, dann ist das völlig in Ordnung. Da gibt es auch keine Diskussion. Denn wenn ich ein Glaubenssystem, sobald ich das in die Dualität werfe, sage ich glaube das, ist das ein vulgärer Akt. Sobald ich eine Religion, ob ich jetzt sage, ich glaube an das und das ist meine Wahrheit, nach außen werfe, werden ein paar sagen, ja, der hat recht und ein paar sagen, na furchtbar, das geht überhaupt nicht. Und deshalb wird es unter den Religionen, solange die im Außen gelebt werden, nie irgendwo einen Konsens oder einen Frieden geben. Das geht gar nicht. Sobald ich das, was ich glaube, nach außen kehre, gibt es Befürworter und gibt es Gegner. Und deshalb ist ein Glaube etwas Inneres. Das soll etwas Esoterisches sein. Das soll etwas sein, was in dir ist. Und da braucht man keine Blumen des Lebens sich umhängen, keine Kreuze umhängen, keine was weiß denn ich was umhängen, um zu sagen, ja, ich glaube an das. Braucht es nicht. Das braucht es überhaupt nicht. Das ist etwas, was innen getragen werden sollte. Und wenn ich dann sage, okay, für mich macht Reinkarnation Sinn, dann passt es. Dann ist das völlig in Ordnung. Wenn nicht,
Na gut, dann lassen wir es heute. Gibt andere Konzepte, die mich mehr berühren. Ich möchte noch eine nette Geschichte erzählen, meine erste Rückführung, das ist vor 20 Jahren gewesen, wo ich dann so einen, also wo ich das gelernt habe und ich sollte eine Person zurückführen. Also man führt die in die Entspannung, zum Beispiel auf eine Wiese, da fühlst du dich wohl, da riechst du die Blumen. Es werden alle Sinne auf der Wiese angesprochen. Man schmeckt, hört, riecht, fühlt und so weiter. Und schaut dann, du gehst jetzt in das Leben rein. Also so funktioniert das rein technisch. Also man geht, man findet einen Eingang zu diesem Leben, in dem die Ursache für XY liegt. Man definiert also, in welches Leben möchte ich gehen, in dem die Ursache für deine Eitelkeit liegt. Das ist ganz egal. Na, und ich führe diese Frau zurück und was man dann schaut bei einer Rückführung, also wir sind jetzt beim Technischen, ist, na schau mal an dir runter, bist du ein Mann oder bist du eine Frau? Das kann man mal fragen. Ne? Bist du drinnen, bist du draußen? Bist du alleine oder sind andere Leute um dich herum? Wie bist du gekleidet? Ist das eher was Nobles? Ist das eher was Armes? Und da kam dann schon die erste Aussage. Ja, ich sehe meine Schuhe. Das sind so Hexenschuhe. Ganz spitz. Sag ich, na, dann gehst du mal dorthin, wo du wohnst. Ja, ich sehe mein Haus. Das ist so ein Hexenhaus. Geht's rein. Dann sage ich, na gut, dann schau mal, findest du da irgendwo einen Spiegel, dass du dein Gesicht sehen kannst? Ja, da hängt der Spiegel. Oh je. Sag ich, was ist denn? Oliver, ich glaube, ich bin eine Hex. Hat es mir da in der Regression da gesagt. Ja, wie schaust du denn aus? Nicht so richtig mit einer Hexennase. Also schier, ich bin schier. Und da musste ich mich schon sehr zusammennehmen, weil ich habe das glaubt, die verarscht mich. Ja. Und dann frage ich noch, na weißt du, wie du geheißen hast? Damals sagst du, ja. Sag ich, wie denn? Hunzi-Bunzi. Und der Punkt von dem, also da bin ich tatsächlich dann lachend fast vom Sessel gefallen, was man als Therapeut nicht machen sollte. Aber ich war in der Ausbildung, es war mein erstes Mal, also so arbeite ich nicht mehr. Aber die Geschichte ist so herrlich und es geht noch weiter. Wir hatten ja dann weitere Rückführungen, also ich habe es dann rausgeholt, weil die total aufgebracht war. Was hat sie denn so aufgewühlt? Sie hat gefühlt, sie ist nicht schön. Ja? Und das war für die ganz schlimm. Dann wurde Team gewechselt und in der nächsten Rückführung, das habe nicht mehr ich gemacht, bei einer anderen Kursteilnehmerin, hat sie sich dann als Kloschar gesehen, als Obdachlose. Und wie sie dann zurückgekommen ist, musste sie ganz fürchterlich weinen, weil alles, was mit Status, was ihr so wichtig war in diesem Leben, hat sie erkannt, okay, ihr ist es deshalb so wichtig, weil sie die andere Seite gesehen hat. Sie hatte mal keinen Status, sie hatte mal keinen Besitz. Und dadurch ist was passiert. Wie gesagt, die war auch wohlhabend und das hat für die auch gut funktioniert. Was ist da passiert? Sie hat quasi das, was sie nie sein will, gesehen, dass sie es eigentlich schon gewesen ist oder in dem Fall auch ist. Das ist egal, wie viel Geld die hat, egal wie gut die ausschaut. Sie hat diese Unsicherheit in sich, hat das erkennen können und dadurch wurde das Bild gesamt und dann sozusagen das karmische Band gelöst. Arm, reich spielt keine Rolle. Es geht um die Einheit. Und die musste dann wirklich, also die hat, glaube ich, 2 Stunden da geweint dann nachher und dann ging es ihr gut. Dann ging es ihr gut. Und dann war die völlig gelassen und gelöst. Da gab es kein Problem mehr. Da hatte sich die Emotion dann rausgelöst. Ja? Und so funktioniert es. Man sieht sich, man sieht auch die Schattenseite. Man sieht in einer Rückführung, man kann auch das sehen, was man eigentlich nicht glaubt zu sein. Ein weiteres Beispiel, was in diese Richtung reingeht, eine Frau, die mehrfachen Missbrauch in der Familie erlebt hat. Was ich mich erinnern kann, waren es zwei bis drei Mitglieder der Familie, es war der Bruder und der Vater und körperlicher Missbrauch, die sich ihr Leben lang gefragt hat, die war da schon mit der 50, die ihr Leben lang gefragt hat, ja, wieso verdiene ich so eine Familie, wieso passiert mir so ein Grauen? Und die erlebte sich dann als Täter in einem vergangenen Leben. Und dann,
Da geht es nicht um Moral, zu sagen, ja, du bist böse, jetzt wirst du bestraft. Es geht um die Gesamtheit, es geht um diese Einheit. Es geht darum, dass das, was auseinandergebrochen ist, dieses, das bin nicht ich, dass das zusammen sich fügt und dass man erkennt, ich habe das auch in mir. Ich habe den Täter genauso wie das Opfer in mir. Und dadurch geschieht die Lösung dann bei einer Reinkarnationstherapie. Ist das nachvollziehbar? Das ist durch die Einheit. Das ist keine moralische Idee. Das Karma, dass man das als moralisches Prinzip sieht, ist aus dem Zusammenhang genommen. Das sind Teile, die ich nicht annehmen will. Ihr sitzt jetzt da, ihr seid nicht daheim bei euren Familien zum Beispiel oder was weiß denn ich, ihr putzt die Wohnung nicht, dann ist das in diesem Moment euer Schatten. Das heißt, irgendwann muss man sich mit diesem Teil auch wieder auseinandersetzen, dass es ein Gesamtes ergibt. So kann man sich das vorstellen. Und durch diese Rückführungen erkennt man dieses Zusammenfügen. Da kann man das zusammenfügen. Da geht es nicht um richtig oder falsch. Ganz wichtig. Das war gut oder böse. Weil diese moralischen Vorstellungen, die sind auch gesellschaftlich genormt. Ja. Die haben, da ist womöglich im Nahen Osten sind da ganz andere Vorstellungen als bei uns herrschen. Und deshalb gibt es keine ewige Moral, die der Mensch verstehen könnte oder umsetzen könnte. Weil das, was dann wirkt, ist eigentlich nur das Gesetz von Ursache und Wirkung. So kann man sich das vorstellen. Also Karma ist einfach das, Ursache-Wirkung. Ohne Moral, weder gut noch schlecht. Es gibt keinen lieben Gott mit einem Rechenschieber, der sitzt und sagt, eieiei, das sind jetzt 5 Minuspunkte. Sondern letzten Endes verurteilen wir uns als Seele, als Bewusstsein selber. Das heißt, wir wissen, wenn wir irgendwo am Blödsinn machen und spüren das. Und das kann dann eben bis in die Einheit weiterwirken und kann Umstände erzeugen, dass wir uns mit dem noch einmal beschäftigen müssen. In unserem Ereignishorizont. Das heißt, wir verurteilen uns selber. Und wenn ich irgendwo ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich irgendwo das Gefühl habe, das passt für mich nicht, die Seele drückt ja eh und sagt, hallo, das ist gut oder das ist nicht gut. Wenn du da irgendwo ein Problem, also wenn du das schon spürst, dann schau dir das einfach an, dann schau dir dieses Verhalten an, weil da kannst du das jetzt schon lösen. Da geht es gar nicht darum, dass man da zu einem Guru fahren muss und schauen muss, wo kommt jetzt das Karma her oder wie kann das gelöst werden. Spür, einfach noch ein Spüren, Handeln. Und wenn du ein Dieb bist, dann ist das völlig okay für dich zu stehlen. Das entspricht völlig deinem Ereignishorizont. Wenn du allerdings ehrlich bist und stiehlst, dann wirst du merken, da stimmt was nicht. Und das ist der Unterschied zum Dieb. Da ist auch der Dieb nicht besser oder schlechter oder der Gute besser oder schlechter moralisch gesehen, sondern es ist eine Typfrage. Es ist eine Typfrage. Und da gibt es diese Geschichte mit dem Frosch und dem Skorpion, die ich ganz gerne erzähle, wo der Frosch vom Skorpion gefragt wird, bitte trag mich über den Fluss. Du kannst darüber schwimmen und der Frosch sagt, nein, ich bin ja nicht blöd, du bist der Skorpion, du wirst mich stechen und dann bin ich tot. Sagt der Skorpion, nein, er wird sich zusammenreißen. Und in der Mitte des Flusses spürt der Skorpion den Stich im Rücken, der Frosch den Stich im Rücken, dreht sich um, und sagt, wieso hast du denn das gemacht? Jetzt werden wir beide sterben. Und der Skorpion sagt, ich bin ein Skorpion. Und da können wir auch sagen, okay, mit wem oder was lasse ich mich ein? Entspricht das jetzt mir oder nicht? Und nachher brauche ich mir dann auch gar nicht wundern, um Gottes Willen, die sind so schlecht oder die sind so, da ist was so ungerecht. Sondern man muss halt einfach mal sein Gefühl ein bisschen aktivieren und einmal schauen, passt was, passt etwas nicht für mich. Und dann braucht man sich nachher eigentlich nicht wundern, dass irgendwas so aus dem Rahmen geht. Da braucht man dann auch nicht schauen, warum habe ich so ein schlechtes Männerkarma oder warum habe ich dieses Karma, warum falle ich immer auf die Falschen rein. Naja, da muss man halt einmal hinschauen. Und dann kann man vieles schon ausgrenzen. Wenn man sagt, okay, ich möchte eigentlich keinen drogenabhängigen Partner haben, aber dann trotzdem immer wieder da schaut, das ist kein Karma. Vielleicht ist es Karma, aber das kann man mit Menschenverstand lösen. Ja? Da muss man dann konsequent sein und sagen, stopp. Da braucht man keinen Therapeuten, da braucht man Disziplin. Und dann muss man sagen, na, da liege ich lieber mal allein im Bett und habe dafür mehr Ruhe. Also man muss nicht aus allem ein Karma machen, nur weil man sich seine Undiszipliniertheit maskieren möchte. Das ist einfach so,
der Punkt dazu. Im Buddhistischen wird das Karma, also wie wir Karma ausgelöst, aus dem Buddhistischen raus. Alles, was wir wollen, das Wollen löst Karma aus, das Begehren löst Karma aus. Das heißt, wenn wir hier etwas wollen, etwas begehren, das löst eine karmische Verstrickung aus, die uns dann gefangen nimmt. Das ist ganz klar. Ja. Mit diesen Konsequenzen müssen wir dann auch umgehen. Ob jetzt in diesem Leben oder im nächsten Leben. Und da spielt es auch keine Rolle, wenn man jetzt hört, ja, mit der Schwingungserhöhung, wir bauen ja kein Karma mehr auf. Natürlich gibt es Ursache und Wirkung. Natürlich gibt es Ursache und Wirkung. Wenn ich jetzt hergehe und jemanden einen Becher Wasser rüberschütte, ja, okay, dann muss ich mit etwas rechnen, dass die Person vielleicht nicht mehr kommt, schimpft mit mir, dass ich eine Kaut kriege, keine Ahnung. Ja, vielleicht findet das auch lustig, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, irgendwo wird eine Ereigniskette in Gang gesetzt und mit der muss ich mich dann beschäftigen. Also alles, was wir wollen, was wir begehren, löst karmische Verstrickung aus. Mit dem müssen wir dann umgehen. Das ist ganz klar. Ja. Ich will ein Haustier haben, na, dann ist mein Karma, dass ich halt dann da Katzenkistel ausrahme. Zum Beispiel. Gut. Aber was passiert jetzt, wenn wir sagen, okay, es gibt Karma? Ja? Und das ist eine der größten Kritiken an dieser Reinkarnations-Karma-Theorie, dass die Leute sagen, naja gut, dann sind die Juden schuld am Holocaust, das war halt ihr Karma. Dann sind die Armen halt schuld, dass es ihnen schlecht geht, das ist ja jetzt ihr Karma. Nachvollziehbar. Ja? Weil sonst würden sie ja so nicht geboren werden. Oder das Kastensystem in Indien. Na, warum bist du ein Unberührbarer? Das ist ja dann dein Karma. Und dann putzt man sich ab. Und das werfen Kritiker einfach diesem Karma und Reinkarnationsglauben vor. Ja, das ist der Vorwurf, mit dem man sich da auseinandersetzen soll. Und da gibt's eine schöne Weisheit, auch aus dem Buddhistischen. Wenn Karma wirkt, dass man sich merkt als Täter, ich bin nicht der Ausführende des Karmas. Also ich kann jetzt nicht, weil ich was tue, erklären, okay, das war halt dein Karma, ich habe es halt ausgeführt. Ja? Das war halt dein Karma, ich habe es ausgeführt. Also das gibt es nicht. Das Karma ist eine höhere Ordnung. Als Opfer kann ich das Karma annehmen und sagen, okay, das ist mein Schicksal, aber einfach ausgedrückt, ich bin meines Glückes Schmied, ich kann schauen, dass ich im Rahmen meiner Möglichkeiten jetzt etwas ändern kann, dass ich das Karma jetzt ändern kann. So das Opfer. Und wenn ich ein Zuschauer bin oder jemand, der das mitkriegt, was da so karmisch abläuft, dann habe ich mich im Mitgefühl zu üben. Dann geht es darum zu sagen, okay, ich fühle mit, ich mische mich da auch nicht ein und mache den großen Regler und sage, ist eh klar, du hast das Karma so und so gemacht und deshalb passiert das. Also da kann man nicht so mit dem Zeigefinger reinkommen. Und das sind so diese drei Ansätze, die aus dem Buddhistischen kommen, wie man sich verhalten soll. Täter, Opfer und unter Anführungszeichen Zuschauer, ja, oder Unbeteiligte. Okay, so. Gibt es da irgendwelche Fragen mal dazu oder ist es soweit nachvollziehbar? Okay, ich möchte jetzt kurz einmal demonstrieren, was ich bei mir auch in der Ausbildung mit den Leuten mache. Die Technik Timeline kennt es vielleicht so aus dem Coaching. Also man stellt sich so energetisch vor, das ist so aus der wie beim Familienstellen, so darstellungstherapeutisch. Und ich habe da so eine Timeline gemacht und lasse das die Leute auch machen, dass man sagt, okay, du startest an einem Punkt, der vor deiner Inkarnation liegt in diesem Leben. Und mir geht es dann darum, mit dem nächsten Schritt inkarnierst du. Und dann geht man weiter, Schwangerschaftsmonate bis in die Gegenwart. Und was ich da gesehen habe bei, ich weiß nicht wie vielen Leuten, sicher schon 50 Leuten, über 50 Leuten, ist, dass dieser Schritt ganz interessant ist. Weil wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt Leute, die erinnern sich an vergangene Leben, ich erinnere mich nicht. Ja. Was passiert denn da mit mir? Was passiert denn da, wenn ich in diese Dualität geworfen werde? Und das kann man da nachvollziehen mit dieser Übung. Und das ist so ganz nett. Ich werde das jetzt einfach mal so kurz demonstrieren.
Bei der Familienaufstellung, wer war schon bei Familienaufstellungen? Aufstellungsarbeit? Okay, super, einige. Passt. Wenn ich jetzt in eine Energie reingehe, in dieses wahrnehmende Feld, bewusste Feld, dann kann ich in dieses, kann ich das ausagieren, dann kann ich das vom Gefühl her einfach ausagieren, was ich da wahrnehme. Ob ich da jetzt die verstorbene Großmutter bin, ob ich der Vater bin, den ich nie gesehen habe, also so funktioniert das beim Familienstellen. Und in dem Fall geht es darum, Zeitpunkt, bevor ich inkarniert bin. Ja? So, da verbinde ich mich jetzt schnell. Wäre es selbst gut. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, der erste Schritt, mit diesem Schritt gehe ich in das Gefühl vor dieser Inkarnation. Ich mache es jetzt gerade, dass ihr ein bisschen mitschauen könnt. Fühlt man sich rein. Und da merkt man sofort, das könnt ihr daheim auch probieren, solange es gut rausgeht, also wenn ihr euch auskennt, sonst bitte lassen. Es zieht sofort nach oben, also ich spüre leicht. Ja. Wenn ich jetzt frage, wer bin ich oder wer bist du, dann würde ich jetzt in der Energie sagen, Licht. Bist du alleine oder nicht? Ja und nein kommt da. Ja, da ist ja alles und nichts da. So kann man sich das vorstellen. Mhm. Gut. Und dann kann man fragen, na, möchtest du da jetzt inkarnieren? Weißt du, mit dem nächsten Schritt, schau mal ein bisschen, kannst du wahrnehmen, dass es jetzt dann Zeit ist zu inkarnieren? Dann spürt man das schon, da kann dann die Seele fragen, okay, oder kann dieses Bewusstsein auch fragen, okay, möchte ich jetzt hinkommen oder nicht? Weil da gibt es viele, wirklich, wo da schon eine Blockade ist, dass die nie wirklich so Boden unter den Füßen kriegen, dass die sich nicht gescheit reinfestigen können, weil da einfach sagen, na, ich will eigentlich nicht. Also das fühlt, ich mache jetzt diese Achterbahn nicht mit. Und wenn ich jetzt dann diesen nächsten Schritt mache, also bei mir passt, also da kann man sagen, okay, ist das okay für dich, wenn du jetzt weitergehst und einmal schaust zum Zeitpunkt deiner Inkarnation, wenn du da reingehst. Ja, das mache ich mal. Da spüre ich, wenn ich jetzt so, das ist wirklich wie wenn ich wo runterfallen würde, spüre aber andere Energien um mich und gehe jetzt einmal diesen Schritt der Inkarnation und was passiert? Mir sacken tatsächlich die Knie rein und ich möchte mich zusammenrollen. Ich mache es jetzt nicht, aber das kann man sofort spüren. Und wenn man jetzt diesen Zustand da hält, wenn ich jetzt frage, okay, bist du Licht? Weiß ich nicht. Wer bist du? Weiß ich nicht. Wie fühlt sich's an? Na, dunkel und schwer und eng. Ja? Okay, ich gehe jetzt einmal raus. Also so kann man sich das vorstellen. Ich weiß also von diesem Schritt aus raus nicht mehr, wo ich herkomme, was mein Ursprung ist. Ja? Das ist dieser Vergessensschritt. Ich gehe aus diesem All-Eins, aus diesem einen Bewusstsein, aus dieser Einheit raus in das Individuelle. Und das Unendliche wird, was passiert? Es wird enger. Stellt euch eine Gebärmutter vor, das wird eng. Ich komme vom, ich sage jetzt mal Himmel, von dieser Einheit her und es wird eng. Und was versuchen die Menschen ihr Leben lang, diese Enge möglichst weiter zu machen, bewusster zu werden? Als Kind lerne ich dann irgendwann einmal, okay, ich bin nicht die Mama. Mama und ich sind getrennt voneinander. Ich bin nicht der Papa. Aha, es gibt nicht nur Mama und Papa, es gibt da auch, was weiß ich, einen Kindergarten, es gibt eine Schule. Das heißt, ich erweitere permanent mein Bewusstsein. Ich schaue, dass diese Enge, die ich da empfunden habe, immer weiter wird. Das ist das, was wir letzten Endes unser Leben lang machen. Wir sammeln Bewusstheit an. Um dann irgendwann einmal wieder in diese Einheit eintauchen zu können. Das wäre so der Punkt. Das heißt, ich erweitere mein Bewusstheitsfeld. Und das passiert bei jedem Menschen automatisch. Da geht es gar nicht darum, dass ich sage, ja, ich bin schon so eine alte Seele oder was da immer gesagt wird, das ist Quatsch. Also für mich ist es Quatsch, bitte. Weil ich finde nicht, dass das jetzt eine Bewandtnis hat. Ich finde eher alte Seelen traurig, weil dann denke ich mir, warum hast du das nicht beim ersten Mal gelernt? Ja? warum bist du so oft gekommen, ja, du alte Seele? Verstehe nicht. Man wird ja auch nicht fitter mit dem Alter. Und wenn wir jetzt diesen Weg sehen, das heißt, ich gehe aus der Enge raus und Leute, die den Angstvortrag bei mir gesehen haben, wissen es vielleicht noch, Enge, Angustus, lateinisch
kommt die Angst her bei uns. Das heißt, ich gehe aus meiner Angst raus, aus der Enge raus. Was macht mir Angst? Das Nicht-Ich macht mir Angst. Das, was nicht zu mir gehört, das macht mir Angst. Und das ist gut, weil irgendwann muss ich mich mit diesem Nicht-Ich auseinandersetzen. Irgendwann bin ich gezwungen, dass ich mich jetzt mit dem Publikum auseinandersetze. Egal wie viel Angst ich habe, ich stehe ja da, ich muss mich auseinandersetzen, ich muss mich konfrontieren. Und dadurch erweitere ich mein Bewusstsein. Dadurch wird das Nicht-Ich etwas kleiner, das Ich etwas größer. Und irgendwann einmal geschieht die Auflösung dieses Ichs wieder, dieses Heimkehren. Wozu die Buddhisten übrigens beim Tod sagen, das ist nicht das Ende, so wie es bei uns ist, sondern es ist der Anfang. Ja? Also ganz ein anderes Bild. Und so kann man sich das vorstellen mit dieser Inkarnation. Wir sind, wenn man das Bild verwenden möchte, göttliches Bewusstsein in einer physischen Hülle. Was nicht heißt, dass die physische Hülle jetzt weniger wert ist. Weil wir müssen ja damit umgehen. Und wir haben auch damit umzugehen. Ich kann ja jetzt nicht meinen Körper ausblenden und sagen, ich bin nur Licht. Ich kann andererseits auch nicht nur sagen, ich bin nur Materie. Denn so oder so würde es zu meandern beginnen und es kämen Probleme. Es käme irgendwo eine Unzufriedenheit. Es käme irgendwo ein Unglück rein. Und deshalb sollten wir auf beides achten. Wir sollten schauen, dass wir uns immer wieder so auf dieses innere Licht, göttliche, höhere Selbst konzentrieren, aber auch natürlich die Materie nicht vergessen, dass wir das ein bisschen ausgleichen können. Gut, also so kann man sich das vorstellen. Wer das machen möchte, bitte daheim, ich empfehle es jetzt nicht, macht es das daheim. Aber wenn man sich mit Aufstellungen auskennt und in etwa weiß, wie gehe ich in die Energie rein und wieder raus, wenn man das kann, könntest du es daheim einmal probieren. Ja? Und wichtig ist halt einfach, dass dann wieder rausgeht. Ja? Das wäre gut, nicht, dass dann 2 Wochen nachher findet euch die Putzfrau in der Embryonalhaltung am Teppich. Gut. Also das ist so eine Technik, die ich in Kursen verwende, dass das einmal erfahrbar ist. Und dann geht man auch die Schwangerschaftsmonate durch, kann man durchgehen. Oder der nächste Schritt, nur wenn es um diese Erfahrung geht, dass ich sage, okay, mit dem nächsten Schritt bin ich aber in der Gegenwart. Ja, da gehe ich dann einfach wieder raus und lasse das hinter mir. Mhm. Gut. Soweit klar? Gibt es da Fragen dazu? Bitte. Mhm. Ja, man sucht sich das aus, ist grundsätzlich mal ein guter Gedanke, weil ich ein bisschen aus der Opferthematik rauskomme. Also wenn ich einmal sage, okay, ich habe das Drama mal gewählt, dann hilft mir das raus, aus der Opferrolle zu kommen. Und das ist schon mal ein guter Ansatz. Wenn ich sage, ich komme da mal raus und sage, okay, ich mache es mir jetzt selber, ich habe das gewählt. Es war vielleicht nicht okay, was passiert ist, es liegt hinter mir, aber ich kann jetzt weitergehen. Für das gefällt mir der Gedanke. Wie die Wirkungsweisen ausschauen, also im Buddhistischen, da gibt es wirklich genau die Listen, für was kommst du zu welcher Geschichte, also da ist das viel genauer noch definiert. Wie gesagt, passt für mich. Also passt schon, dass ich sage, ich komme in die Eigenermächtigung rein. Dass ich es als kosmisches Gesetz definieren würde, würde ich mich nicht trauen. Also wenn es wer durchschaut hat, freut es mich. Ich habe es nicht durchschaut. Ich sage es gleich. Also ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist immer gut, dass ich sage, okay, ich habe es selber gemacht. Ist mir lieber, als es wurde mit mir gemacht und ich kann jetzt nicht mehr irgendwas machen. Also der Gedanke ist für mich zielführender und auch eigentlich beruhigender. Ja. Weil dann kann ich mir mein Blödsinn auch selber ausbauen. Und ja, im Buddhistischen ist das wirklich ein bisschen gnadenloser, die ganze Geschichte. Sage ich jetzt mal gnadenloser. Also da ist es wurscht, ob du da können sehr bewusste Eltern wahnsinnig gemeine Kinder kriegen. Ja? Da können sehr unbewusste Eltern Erleuchtete kriegen. Und das ist halt so dieses Gesetz, dieses karmische Gesetz, das in der Erklärung des Buddhismus nur die Buddhas verstehen können.
Also, sobald wir es verstanden haben, sind wir wohl in diesem Buddha-Status und ist ja okay. Ja, ist ja mal, ist ja auch ein Ziel, wenn man sich damit beschäftigen möchte. Aber der Grundgedanke Ursache-Wirkung finde ich schon mal ganz gut. Ja, finde ich wirklich gut. Und auch die Idee, dass ich sage, okay, die Zeit ist nicht existent für ein Gefühl. Wenn ich jetzt als Kind ein schweres Erlebnis hatte, egal was, der Vater ist mir mit dem Gürtel nachgelaufen und hat mich geschlagen. Dann ist ja die Emotion in der Gegenwart. Da kann der Vater schon lange tot sein. Ich verhalte mich in der Gegenwart danach. Ja? Und da ist es auch zu lösen, dieses Gefühl. Wenn ich jetzt in die Erklärung komme und sage, natürlich, mir geht es ja deshalb schlecht, weil das so passiert ist, dann habe ich immer eine Ausrede, dass ich nichts ändern muss. Und das ist auch okay. Das ist völlig legitim. Aber Ziel wäre halt einfach zu schauen, okay, wo stehst jetzt, wo bist denn jetzt? Und wenn dann der Klient sagt, das sind die Ja-Aber-Sager, das ist das, wo man was tief ein- und ausatmen, das wird ein bisschen länger dauern. Und ja, aber, ja, aber, ja, aber. Wenn der Klient das dann permanent sagt, dann kann man schon sagen, weißt du was? Das kann gar nicht der Papa gewesen sein. Da muss ein vergangenes Leben dahinter sein. Und da machen wir jetzt eine Regression. Weil das, was du erlitten hast hier in deiner Kindheit, das geht nicht. Das kann da nicht passieren, dass der Vater heute einfach ein Wüterich ist. Da schauen wir, was habt ihr für ein Karma, der Papa und du. Und da schauen wir in ein vergangenes Leben und dann wird das ganz gut. Und dann erlebt der Klient in der Regression sich vielleicht wirklich auch einmal als Täter seinem Vater gegenüber. Er wird sich öfter als Opfer sehen, aber irgendwann kommt man an den Punkt, okay, gehen wir noch erleben, wo kommt es her, wo kommt es her, wo kommt es her. Weil wenn du das jetzt aus der Kausalitätskette heraus argumentierst, noch einmal, wenn wir immer sagen, warum ist das so? Ja, warum ist das so? Warum bin ich krank geworden? Wegen den Viren. Kann man sagen, okay, passt. Aber der Nachbar sagt, warum ist der nicht krank geworden? Warum ist das passiert? Und irgendwo kommst du dann in dieser Kausalitätslinie zurück zu Adam und Eva oder der Erschaffung der Welt. Also du kommst irgendwo dann zum Anfang. Ja? Und darum sind die Christen leichter, die sagen dann, ja, ist die Erbsünde. Passt. Kennen wir uns aus. Okay. Und dann erlebt sich der Klient in Vater- und Sohn-Karmas und kann dadurch seinen jetzigen Schmerz, der ja ach so schlimm ist, was passiert denn? Er kriegt ein bisschen einen Abstand. Der sieht sich ja dann als Tourist, der sieht sich im vergangenen Leben. Und mit diesem vergangenen Leben im alten Rom, der Sklave, der ausgepeitscht wird, das werden wir nicht so mitleben. Das werden wir nicht mehr so. Da haben wir schon eine Distanz zum Schmerz. Und aus dieser Distanz zum Schmerz, da können wir dann aus der Energie vielleicht auch so ein Elemental formen. Ich werde immer, ich werde nie. Ja? Ich werde mich nie wohl in meiner Haut fühlen, weil mein Vater das und das gemacht hat. Ich werde mich immer klein fühlen. Ich werde mich immer schlecht fühlen. Ich werde nie erfolgreich sein. Es ist ganz egal, welche Sätze wir dann da finden. Aber lösen können wir die Emotion, die er in der Gegenwart hat. Und da ist ein vergangenes Leben genauso hilfreich wie eine Kindheitserinnerung. Ganz klar, da spielt es keine Rolle. War das in der Kindheit oder war das noch früher? Und insofern funktioniert die Art der Therapie, funktioniert diese Rückführung. Ja? Nachvollziehbar. Gut. Gibt es Fragen? Sehr schön. Dann möchte ich jetzt, ich hab ja so Zettel ausgegeben, das noch kurz durchgehen. Ich habe da so ein paar so Stichworte aufgeführt, Sinn einer Rückführung. Und da kann man eben, wie gesagt, in einer Rückführung kann man sich in verschiedenen Geschlechtern, Altersstufen, Religionen, Rassen erleben. Und durch diese Erlebnisse löst sich die Identifikation des gegenwärtigen Ichs. Das heißt, meine Enge wird etwas weiter. Na, ich bin ein Mann, ja, und alle Frauen sind blöd. Ja. Und dann erlebe ich mich vielleicht einmal als Frau, die stehen gelassen wurde irgendwann. Und auf einmal merke ich, Moment, das war ich ja auch. Das heißt, mein Bewusstsein erweitert sich und es lösen sich dann auch so Urteile. Also das ist gut bei Rückführungen. Der Abstand auch zu den eigenen Tragödien und den eigenen
vorgefertigten Meinungen. Wenn man eine Rückführung machen möchte, und das erlebe ich immer wieder, dann machen Sie ja Rückführungen, ich möchte das unbedingt einmal machen. Also das sind so die Karma-Touristen und das hat so keinen Sinn. Warum willst du wissen, was du gewesen bist? Es muss ein Thema geben, wo man sagen kann, das kann man über eine Rückführung lösen. Dann macht es einen Sinn. Sinnvolle Rückführungen wären zum Beispiel jetzt Führung ins schönste Leben, das ich hier auf Erden gelebt habe. Man muss ja nicht nur Dramen nachvollziehen, man kann ja auch Qualitäten nachvollziehen, wenn ich einmal finde, da war es besonders schön. Und diese Qualität kann ich dann wieder integrieren. Ich habe vielleicht jemanden, der wegen allem beleidigt ist und trennst. Und dann sieht der auf einmal in einem vergangenen Leben sich voller Dankbarkeit, wie schön das ist. Und kann das dann im jetzigen Leben integrieren. Also man kann auch das Positive natürlich reaktivieren bei so einer Rückführung. Eine Führung in ein Leben, in dem die Beziehung zu dem Partner, den Eltern, dem Vater irgendwo begründet liegt. Also das wäre auch so ein Thema, wo man sagt, okay, kann man sich das auf so einer Art mit einer Reinkarnationstherapie anschauen? Gerne, kann man machen. Also Thema der Rückführung klar definiert sein. Nicht, da schauen wir halt irgendwann, das muss alles aus dem Karma kommen. Ist ja auch eine Sicht, alles kommt aus dem Karma. Ja. Und dann habe ich Klienten schon gehabt, die kommen zu mir und sagen, ja, ich war früher auch bei der Energetikerin und die hat mit mir schon 35 Rückführungen gemacht. Ein 17-jähriges Mädchen, was war das Problem? Sie fühlt sich unsicher. Und jetzt sagt es mir eine 17-Jährige auf der Welt, die sich sicher fühlt. Gibt es nicht in der Pubertät. Ja? Aber 35 Rückführungen. Hat das Thema nicht wirklich so gelöst. Ja? Passt eh. Irgendwo, na dann schauen wir uns das an. Aha, da war es die Prinzessin und die ist auch nicht geliebt. Und bababa. Passt eh, sind ja nette Erfahrungen. Aber irgendwo muss dann ein Punkt sein. Also ich würde jetzt auch nie, also mehr als zwei Rückführungen oder so auf ein Thema, das macht ja keinen Sinn. Rückführung hat immer Bezug zum gegenwärtigen Leben. Das ist ganz wichtig. Wenn du dich in der damaligen Rolle siehst, dann kannst du dich in einem gegenwärtigen Gefühl wiederfinden, in einer gegenwärtigen Beziehung zu einer Person wiederfinden. Das heißt, du kannst einen Bezug zur Gegenwart herstellen. Sonst ist das wertlos. Das ist völlig wertlos. Wenn ich zu einem Urlaubsland fahre, wo ich sage, ja, Strand, gibt mir nichts, ich will eigentlich nur im Bett liegen, ja, dann brauche ich nicht wegfliegen. Da werde ich ja keinen Bezug darstellen, da kann ich am schönsten Strand der Welt irgendwann in meinem Hotel im Bett bleiben, weil es mich nicht interessiert, habe ich keinen Bezug zu dem, wo ich bin. Ja, du warst im Paradies, ja, mag sein, aber ich habe da keinen Bezug dazu. Das heißt, es muss immer Bezug, eine Brücke in die Gegenwart gefunden werden. Und da fragt man dann als Therapeut, naja, kennst du jemanden jetzt in dieser Rückführung, kennst du da jemanden in deinem gegenwärtigen Leben? Ne? Und dann denkt der Klient nach und das kommt dann eh oft einmal. Sagt, ja, das ist jetzt mein Sohn zum Beispiel. Also Bezug muss hergestellt sein. Und ich habe da auch geschrieben, Rückführung ist im Grunde wie eine Busreise. Wenn du eine Reise charterst und sag mal, du bist in Griechenland und möchtest zur Akropolis und der Bus holt dich von deinem Hotel ab, bringt dich zur Akropolis und bringt dich wieder zum Hotel zurück. Das wäre halt ideal. Und nicht irgendwo auf halbem Weg, er lässt dich bei der Akropolis stehen oder fährt dann noch irgendwo, was weiß ich noch hin, zu einer Salatbar, weil es so lustig ist und da bleibst dann stehen. Also du erwartest, dort wo ich starte, komme ich auch wieder zurück. Ja? Weil sonst kann es sein, dass da wirklich Türen offen bleiben und ich sage dann so, da zieht es im Energiefeld. Ja? Also da bin ich dann oft nicht ganz da oder auch nicht ganz dort, da kann ich Schwindelgefühl haben, so ein bisschen daneben stehen, meine Füße nicht spüren, das wären so Zeichen, wo ich sage, okay, da hängt noch ein bisschen was und da sollte man schauen, dass man wieder gut in die Gegenwart kommt, nach so einer Führung. Rückführungen sollten nie aus reiner Neugier gemacht werden und das ist wichtig. Es geht nicht darum zu sagen, ja, gibt's das nicht, natürlich gibt's das. Wenn ich dich in ein vergangenes Leben führe, sicher siehst du ein vergangenes Leben. Und wenn ich dich jetzt nach Disneyland mental führe, siehst du Disneyland, das ist ja kein Thema. Natürlich werde ich es erleben. Das wäre genauso sinnvoll, wenn ich sage, ja, hat es meine Kindheit gegeben? Ich kann mich nicht daran erinnern, aber hat es gegeben oder nicht? Ich sehe ein Foto, ja, kann sein. Das spielt keine Rolle.
Funktionieren tut die Technik. Also deshalb aus einer Neugier heraus zu sagen, ja, und jetzt finde ich heraus, dass es vergangene Leben gibt, ist eh schön, wenn du das rausfinden möchtest. Aber es sollte, wie gesagt, eine gewisse Sinnhaftigkeit haben. Ja, wie finde ich denn karmische Verbindungen raus? Aversion oder Verbundenheitsgefühlen zu Ländern, zu Orten, zu Personen. Wenn ich irgendwo hinkomme und auf einmal mich so heimisch fühle, mich nicht verlaufe, das kann ein Zeichen für so eine karmische Verbindung sein, dass ich das diesem Ort schon einmal gehabt, also dass ich da schon mal war. Das kann auch ein Zeichen sein, wenn etwas Blödes passiert, dass da ein Karma ist. Ist mir mal passiert bei einer Rückführung. Ich hatte einen Autounfall in der Wüste, in Death Valley. Und, also saublöd, es ist eh nichts passiert, aber saublöd. Und bin da halt so im Sand gestrandet und habe dann Jahre später eine Rückführung gemacht. Und die hat vorher schon festgestellt, das ist so eine ganz nette Technik, da kann man vorher schon auspendeln, ja, welches Land warst, welche Zeit warst, wo warst. Und die ist dann wirklich so auf dieses Bundesland hingekommen und hat dann so gesagt, ja gut, und da war, ist ja egal von der Story her, so ein Indianer kam und das war halt nicht sehr angenehm. Und dieser schaut mir an und sagt, nein, da solltest nicht hinfahren, weil da passiert womöglich was Blödes. Hat aber nicht gewusst, dass ich schon dort gewesen bin. Ja. Und tatsächlich, ich meine, es ist eh gut ausgegangen. Es war jetzt kein so ein Riesending, aber ja, blöd geschaut habe ich schon. Wenn ich Phobien habe, die in diesem Leben nicht begründet sind, das könnte ein Punkt von einem Karma sein. Wenn ich jetzt Angst vor Hunden habe, Angst vor dem Ertrinken habe, das kann auf eine karmische Beziehung hindeuten. Das kann auch sein, dass du mal zu heiß gebadet worden bist als Kind. Ja, kann sein. Und du erinnerst dich nicht dran, aber es kann auch ein vergangenes Leben sein. Hatte ich auch eine Klientin, das war damals, wie es das UNO-Shopping noch gegeben hat, da habe ich mal so Sitzungen gemacht und da ist eine gekommen und hat gesagt, ja, sie hat so Angst vorm Wasser und sie kann sich das überhaupt nicht erklären, eine ältere Dame. Und ich habe da reingeschaut, habe dann gesehen, aha, violetter Punkt, ist das ein Karma? Ja, okay, kann man das lösen? Ja, das hat dauert 10 Minuten, da habe ich mir schnell die Elementale geholt, also runtergeholt, wo ich es hergeholt habe, sage ich gleich. Und habe die dann gelöst, diese Sätze, ich werde immer, ich werde nie. Das habe ich so gemacht, habe das mental gelöscht, habe geschaut, dass das Energiefeld gescheit fließt, hat gepasst. Ein Jahr später habe ich sie wieder gesehen, hat sie gesagt, das hat so super funktioniert, ich hatte kein Problem mehr mit Wasser und jetzt gehen wir das mit Hunden an. Körperliche Merkmale, ich habe es vorhin schon erwähnt, Pigmentstörungen, Phantomschmerzen. Hatte ich auch neulich jemanden mit Knieschmerzen, wo man gesehen hat, im Karma hat dem der Fuß gefehlt. Und da geht es darum, wir haben ja von allem energetisches Doppel. Wir haben einen energetischen Fuß, eine energetische Leber und so weiter. Ja. Und da arbeitest du halt am energetischen Organ. Und wenn das energetische Organ nicht da ist, wenn ich sehe, der Fuß ist nicht da, dann schaue ich einfach einmal, dass ich den herhole und habe das dann zusammengesetzt. So. Also Körper mit dem energetischen, das kann man sich einfach gesagt, ich ziehe dir mal einen Strumpf an. Also ganz einfach gesagt. Und dann war der Schmerz weg. Ja. Und da sah man auch, okay, der hatte da keinen Fuß. Ja. Sprachen, die man leichter lernt, wie im Schlaf, also wo du auf einmal ein Gefühl hast für eine Sprache und patsch, und auf einmal läuft es. Intensive, sich wiederholende historische Träume ist auch eine Möglichkeit, wie man auf Reinkarnation, auf es gibt vergangene Leben kommt, indem ich immer wieder historische Träume habe und sehr lebhafte historische Träume. Und das kann ein Zeichen sein, eben für so eine karmische Verstrickung. Ja. Wie steigt man aus Karma aus? Also noch einmal, der Ausstieg aus dem Karma geschieht immer in der Gegenwart. Das heißt, setz dich hin und schau, was du empfindest und schau, wie kann man es jetzt lösen. Zuerst einmal, da braucht man noch gar keine Rückführung. Da bleiben wir mal ganz in der Gegenwart, weil lösbar wird es in der Gegenwart. Die Technik ist dann wieder was anderes, aber lösbar ist es in der Gegenwart. Man kann eben diese karmischen Programme mit diesen Glaubenssätzen, ich werde immer, ich werde nie, kann man so formulieren. Ich kann mir das auch vorstellen daheim. Okay, was habe ich denn da jetzt für einen Satz? Was löst denn jetzt so diese Angst aus bei mir? Ich werde nie einen guten Freund finden. Gut, ich werde nie einen guten Freund finden. Dann kann ich mir den Satz schon einmal aufschreiben. Und wenn ich gar nichts von mentalen Techniken verstehe, kann das schon helfen, dass ich mir Kerzen anzünde und einfach den Zettel verbrenne und mir vorstelle, mit diesem Verbrennen des Zettels, löst sich auch das Thema. Und das kann man ja ein paar Mal wiederholen, leichter wird es werden, auf jeden Fall. Ja? Gut, die Akasha-Chronik.
hört man immer wieder, ja, in der Akasha-Chronik ist alles gespeichert. Die Akasha-Chronik ist die Idee eines Weltengedächtnisses. Das ist wie eine riesige Bibliothek, wo alles gespeichert ist, was hier auf der Erde passiert ist, passieren wird. Ja? Und man kann jetzt energetisch eben mit dieser Akasha-Chronik arbeiten, man kann aus dieser Akasha-Chronik dann lesen. Vielleicht, wer Rudolf Steiner kennt, der hat da so aus der Akasha-Chronik gechannelt und da Bücher auch, gibt es da Bücher auch drüber. Ist jetzt nicht wesentlich, die unbedingt lesen zu können. Die Idee ist einfach so, es ist nichts vergessen. Und das ist klar, es ist ja nichts vergessen auf der Welt. Wenn ich sage, es gibt ein Bewusstsein und nur verschiedene Formen, werde ich in diesem Bewusstsein, in diesem All-Eins, All-Das wiederfinden, wieder vorfinden, was da mal passiert ist. Der Kelch, der Becher, die Schüssel, das ist ja alles da. Und da kann ich dann, wenn wir sagen, das wäre jetzt die Akasha-Chronik, da kann ich dann schauen, okay, der ist jetzt eine Schüssel, war im vergangenen Leben ein Becher. Was hat er sich denn aus dem Becherleben mitgebracht? Da sagen wir, okay, der hat einen Gallenstein. Hat er sich mitgebracht. Und dann kann man schauen, okay, wie lösen wir das? Über zum Beispiel diese Elementale, diese Sätze. Ja? Das wäre eine Möglichkeit. Ich werde mich immer über andere ärgern. Ich werde immer neidig sein. Und als Bild, als Hüter dieser Akasha-Chronik, die Idee kommt aus der Theosophie nebenbei bemerkt, dieses Weltengedächtnisses, als Hüter dieser Akasha-Chronik kann man als Vermittler sich den Erzengel Metatron vorstellen und jetzt merkt schon, es wird jetzt sehr bunt. Wir sind jetzt im esoterischen Disneyland gelandet. Das heißt, ich hab eine Akasha-Chronik, ein Weltengedächtnis, was auf eine Idee der Theosophie war. Ich habe einen christlichen Erzengel da und ich verknüpfe das alles mit einem östlichen Karma. Ja, also einmal schön durchgeschüttelt und schauen, was rauskommt. Der Punkt ist eben so, es geht nicht darum, dass ich sage, ja, das ist ja jetzt christlich und alles gemischt und das ist so ein Vorwurf an der Esoterik. Solange es in dir funktioniert, passt es ja. Das heißt, solange ich sagen kann, okay, als Vermittler zur Akasha-Chronik funktioniert der Erzengel Metatron. Passt. Brauche ich mich nicht erklären. Und ich habe es eben da jetzt so aufgeschrieben, so arbeite ich halt. Erzengel Metatron, okay, der hat auch Frequenz Violett. Das heißt, sobald ich mir Violett vorstelle, ist ja auch, wer sich mit den Chakren beschäftigt, das haben wir ja oben. Das haben wir Kronenchakra, das haben wir Stirnchakra, das haben wir ja in dieser geistigen Ebene. Also da sind wir da oben. Und damit kann der Erzengel Metatron da auch ein Schlüssel werden, wenn ich mit dem arbeite. Indem ich einfach die Farbe Violett mir vorstelle. Ich kann Violett visualisieren, stelle mir Violett vor vom geistigen Auge und sage, okay, Erzengel Metatron, darf ich bitte jetzt das Karma lösen? Ja, und dann kann man schon ein bisschen üben, wenn man möchte. Farbe, also Farbe der Transformation des Violett, habe ich auch da noch einmal aufgeschrieben. Dann zum Abschluss ein Mantra, ein hinduistisches Mantra, Tat Tvam Asi. Tat Tvam Asi. Man kann es übersetzen, auch das bist du. Oder auch du bist das. Und das soll wieder diese Trennung lösen, das soll wieder diese Dualität lösen und soll dein Bewusstsein erweitern. Das, was mir begegnet, ist eigentlich auch Teil von mir. Und ich kann meine Einstellung zu etwas lösen. Ich muss lösen. Da geht es nicht darum, dass der andere irgendwas macht. Ich muss meine Einstellung lösen. Also auch das bist du. Tatvam Asi. Kann man einfach dieses Mantra rezitieren. Wäre auch eine Möglichkeit, das Bewusstsein zu erweitern. Ja. Das wären so ein paar Punkte, wie man sich auch als Laie, sage ich jetzt mal, dem Karma nähern kann. Es wird immer heißen, oder es heißt immer, es ist das große Mysterium. Es ist immer alles ein Mysterium. Natürlich ist es ein Mysterium, weil es wissenschaftlich nicht messbar ist. Und da bin ich wieder bei dem Punkt Esoterik und Exoterik und Wissenschaft, das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Sobald ich versuche, etwas wissenschaftlich zu messen, das eigentlich Religion ist, komme ich in ein Problem rein, weil sich die Religion,
die Esoterik auch in dir abspielen sollte. Und das soll in dir funktionieren. Und dann ist es völlig wurscht, was heilt. Es geht darum, dass es letzten Endes dem Klienten besser geht, dass es dir besser geht, dass du nicht das Gefühl hast, von einem willkürlichen Schicksal gelenkt zu sein, dass du nicht das Gefühl hast, eine Marionette zu sein und nur agierst oder also reagierst und nicht agierst. Und das ist letzten Endes der Punkt. Das ist auch der Punkt, wo ich sage, okay, darum mache ich diese Energetik, darum mache ich diese, beschäftige ich mich mit diesen esoterischen Modellen, aber ich lasse in mir wirken. Und dann spielt es keine Rolle, ob ich den Sohar lese, ob ich eine Bibel lese, ob ich aus dem Koran was lese, wenn ich das in mir lasse und nicht nach außen bringe und nach außen damit danach handle. Weil sonst habe ich natürlich Krieg, habe ich eine gewisse Verzweiflung und wird das Ganze wahnsinnig. Ganz genau. Und das Ganze wird wahnsinnig vulgär, letzten Endes. Also für mich jedenfalls. Mhm. Gut. Ja. Gibt's Fragen? Schön. Von meiner Seite wären wir durch, wenn es keine Fragen mehr gibt. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank fürs mit mir schwitzen. Und vielleicht bis nächstes Mal, dann im Oktober. Danke.